Jo Leute, willkommen zu einem neuen kurzen Video hier auf meinem Kanal und heute geht es um die nächste Vorbildaufgabe und das wäre hier die Nummer 20. Diese heißt hier, zu finden im Zentrum eines der ersten drei Sturmaugen. Für die Leute, die sich jetzt fragen, was damit gemeint ist, werde ich auf jeden Fall jetzt das Ganze erklären und ich gebe euch auch mal direkt einen Tipp dafür, denn wählt am besten mal hier direkt den Gruppenkeil-Modus aus, den er bei euch verfügbar ist, denn hier geht das Ganze echt am einfachsten, da ist mega easy, deswegen, wenn ihr den Gruppenkeil-Modus bei euch habt, dann wählt ihn auf jeden Fall aus und dann geht da mal eine Runde rein, das Ganze werde ich das auch mal ganz schnell machen. So, jetzt sind wir hier im Gruppenkeil-Modus und das Ganze geht auch gleich schon los und dann zeige ich euch mal direkt den einfachsten Trick hier. Und so wartet ihr am besten im Bus, bis die Zone hier bestimmt wird, denn da kann man am besten bestimmen, wo die Mitte der Zone ist, denn wir müssen ja zu der Mitte vom Sturmauge gehen und das Ganze sollte eigentlich jetzt gleich passieren. Ja, und da sehen wir die Zone, das heißt direkt rausgehen und genau da in die Mitte hinfliegen. Also circa hier sollte die Mitte sein, einmal ganz schnell dahin. So, jetzt sind wir auch schon in der Mitte von der Zone und es wird auch genau in der Mitte der Zone halt dieses Vorbildstück gehalten sein. Ihr müsst dann einfach in die Mitte der Zone gehen, dann könnt ihr das Ganze auf jeden Fall hier einsammeln. Wie gesagt, das ist immer genau in der Mitte von eurer Zone, das ist halt das Wichtige. Und ich finde halt deswegen ist mit der Gruppenkeile echt am einfachsten, weil da kann man halt sehen, wo die Zone hingeht. Natürlich geht es auch in einer normalen Runde, da könnt ihr es auch machen. Ich finde es in der Gruppenkeile echt am einfachsten. Und hier sehen wir es mal auf der Karte hier genau die Mitte von der Zone. Und ja, wie gesagt, so ist echt am leichtesten. Ihr müsst auf jeden Fall genau in die Mitte von der Zone gehen. Sollte eigentlich sehr einfach machbar sein. Wie gesagt, geht in die Gruppenkeile. Selbst wenn ihr nicht in die Gruppenkeile geht, dann spielt halt eine normale Runde. Da geht dasselbe halt genauso. Und das war's dann hier mit diesem ganz kurzen Video dazu. Wenn euch das Erklärungsvideo weitergeholfen hat, dann lasst mal ganz kurz hier einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst auch gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao. Ciao.